Hallo Leute, Ostenhaus hier und wir schauen uns wieder mal ein kleines Messerchen an. Den Cryptilian von Benchmade. Das ist jetzt eine Golden Class Limited Edition, aber macht nichts. Ich werde auch ein bisschen auf den normalen Cryptilian eingehen, der ja im Prinzip baugleich ist. Komponenten sind halt vielleicht ein bisschen anders. Normale Cryptilian ja sehr beliebt, weil er ja, Preis-Leistung und vom Rundum-Paket her halt sehr viel Anklang findet. Jo. Hat auch ein paar gute Eigenschaften. Mein Geschmack ist ja nicht so, aber das macht ja nichts. Geschmäcker sind verschieden und komplett egal. Ja, was er hat, und ihn für viele interessant macht, ist der Axis Lock. Also kein Frame Lock, Back Lock, was ich für Lock, sondern Axis Lock. Axis Lock heißt, dass beidseitig bedienbar ist. Ich kann entweder mit beiden Fingern zurückziehen, nur mit dem Daumen oder mit dem Zeigefinger. Wenn ich Linkshänder bin, genauso gut möglich. Also das ist im Prinzip schon, kann man als Vorteil einstufen. Bagot hat das zum Beispiel auch von Benchmade, läuft sehr gut. Ja, Axis Lock hat auch die Eigenschaft, dass er sehr viel aushalten soll. Also da gibt es so Tests mit 400 Kilo Gewicht auf die Klinge, wenn er offen ist und so weiter. Also er hat auf jeden Fall keine schlechte Zuverlässigkeit, dieser Locking-Mechanismus. Also insofern kann man sagen, ja. Auf dem Ding, das ist ja die Edelversion, haben wir einen M4-Stahl und Carbon-Griffschalen. Normale Cryptilian hat das jetzt nicht, der hat aber auch einen sehr guten Stahl, meistens. Es gibt ihn in 154er CM. Was ich ihn hat und jetzt im Prinzip hauptsächlich im S30V Stahl, der ja auch ein sehr guter CPM Stahl ist. Was bei diesem Cryptilian nämlich jetzt ein bisschen stört, ist normalerweise drücke ich den Axis Lock und na, jetzt ist nicht so schlecht gegangen, aber auch mit viel Kraft. Der Axis Lock normalerweise, wenn er eingelaufen ist, das Messer, das ist ja komplett neu, brauche ich nur hinten zurückziehen, das Messer flippt auf und zu, aber mit nicht so viel Kraftanwendung, wie ich gerade gemacht habe, sondern läuft sehr butterweich. Wird sich bei dem, schätze ich, noch einlaufen, es wird eigentlich schon besser. Das ist im Prinzip ein Sammlermesser. Normalerweise laufen sie besser. Die Dingsclip habe ich drauf mit beidseitigen Möglichkeiten, den zu montieren. Auch beim normalen so. Die Griffschalen sind normalerweise eine plastikähnliche, also G10-ähnliche Mischung, so ein Noryl GTX und so weiter. Aber gibt es glaube ich auch mit G10. Passt schon, die Komponenten hauen eigentlich hin. Klingenlänge und das Ganze drumherum ist im Prinzip als EDC eigentlich voll einsetzbar, als eher massiver, wertiger EDC. Das heißt, ich kann damit auch wirklich ein bisschen was Gröberes arbeiten. Das halten die Benchmades schon aus. Hat eine Klingenlänge eben diese von so 90 rundum, 88 mm und gesamt, also die Grifflänge 118 mm. Also passt auch in große Hände ohne irgendein Problem rein. Also, wie ich ja schon gesagt habe, ist jetzt nicht so mein Geschmack dieses Messer, aber das macht überhaupt nichts. Er hat den Geschmack von sehr vielen und das wird ja auch nicht ohne Grund sein. Also einfach ein Rundum-Rundum. Sorglos Paket, wenn man sagt, ein normaler
Cryptillion kostet so um die 140 Euro. Muss ja keine Limited Edition sein. Hat einen guten Stahl drin. Verarbeitung haut gut hin. Griff eher nicht zu dünn, sondern man hat doch einen schön bauchigen Griff in der Hand, wo man wirklich gut arbeiten kann damit. Also, wenn der euch gefällt, kann man ruhig nehmen eigentlich. Spricht nichts dagegen. Axis Lock, wie gesagt, geht normal noch ein bisschen besser. So circa. Ja. Mehr fällt denn da eigentlich gar nicht dazu ein. Sehr unauffälliges, aber zuverlässiges Ding. Cryptillion von Benchmade. Mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Dann sage ich euch, das war's wieder mal. Und ciao.